Hände packte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Thank you.
den einen mit Namen Judas Ischariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass ihr ihn verriete. Thank you.
süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Sagten zu ihm, wird für viele zu vergehen.
sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin Petrum und die zehn Söhne Zebedäus.
Vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt ihr mich und alle von unserm Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt. Und Böse.
des Leidens Erbe schwach, durch den ersten Trunk versüßet. Denn sein Mund, der mit Milch und Honig fließet, hat den Grund und des Leidens Erbe schwach, durch den ersten Trunk versüßet. Thank you.
an Jesu und griffen ihn.
aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zu schickte mehr denn 12 Legionen Engel. Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber was ist alles geschehen? Thank you.
Alten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sehr, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten und wunden keines. Thank you.
ich falsche Zungen stemmen. Ja. Geduld, Geduld. Zeugnis! Siehe, itzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Was sagen, 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 sagen,
des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn den Mannpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht sich davon, ging hin und erhängerte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, es taugt nicht, dass wir sie nicht lassen, und es lassen nicht, denn es ist gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da
verspricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und da haben sie gegeben um einen Töpfesacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Thank you.
es getan. Er sagt uns seinen
unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu! Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei bloß kommen, Amen.
kamen die Kriegsknechte des Landpfleges Jesu zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gekreuzigt, speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Thank you.
Ja, nicht etwa kamen mit Namen Golgatha, das ist der deutsche Schädelschnitt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da es schmeckte, wollte er es
Was gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen halt da und hüteten oben zu seinen Häupten hätten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästeten ihn, schütteten ihre Köpfe und sprachen: Tempel, 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 Gottes Ritter, thank you.
füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, das Leben, doch ein liebes Kommen und ihm helfen. Aber Jesus schrie aber mal laut und verschied. Thank you.
Thank you.
hohen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber alte Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, im Namen gelast ist diesen Gefühl, und noch dem Umgeben. Ich bin am freien Tag auf deiner und versiegelten